Streckenlänge 562 Meter. Das ist gerade mal der Weg von hier zum Bäcker. Also kann gar nicht so lang sein. Gar nicht so ausfallend, das Oval. So viel nochmal zur letzten Folge, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Wreckfest. Gehen wir das Ganze doch nochmal an. Differentialeinstellungen können das Handling enorm beeinflussen. Wage dich also erst daran, wenn du in fortgeschrittenem Tuning bewandert bist. Offenes Differential bei Regen? Regen gibt's hier nicht. Nö. Eigentlich schade, oder? Es kein dynamisches Wetter gibt, keinen Regen? Da steht eine Dose, und zwar ganz ohne Hose. Tunen. Steif, weil ordentlicher Belag und... Ich mach's mal ein Stück kürzer und guck mal, was es so bringt. Wir müssen ja bloß unter die ersten 12 kommen. Nicht draufklicken. Sondern da unten. Jetzt bin ich außen, ey. Da will ich doch eigentlich innen reinstechen können. Ah, der blockiert uns. Wir müssen hier weg. Wir sind gerade schneller, als die hier herumeiern. Muss irgendwie nach innen. Nach außen getragen werden kann ich eh nicht. Da sind so viele Autos, wo wir uns anlehnen können. So, innen vorbei. Eiern! Das sieht wieder cool aus, der Schaden hinten. Sieht so schick aus. Jetzt verliere ich Massivgeschwindigkeit. Wohoho! Nein, verwickelt mich denn nicht in eure Scharmützel. Ihr Kacknasen. Na, immerhin sind wir noch gut in den Top 12. Zehnter. Ob wir da vorne nochmal rankommen? Mal schauen. Na komm, komm, fang dich, gib Geschwindigkeit drauf. Super. Seine Stoßstange hängt auch schon ganz schön schief. Nicht, dass wir driften. Ah, hätte jetzt innen reinstechen wollen, aber ging nicht. Oh, was macht der? Ich will... Oh, wie cool da einfach der Beton oder was das ist abplatzt. Da ist schon jemand reingebrettert. Das sah toll aus. Ach, das Spiel ist sehr, sehr schick. Und Physik ist es... Physik in 1. Toll. Das Rennen kann ich vergessen, bitte nicht haben. Vielen Dank auch. Aber ich werde es mal noch nicht aufgeben. Tschüss. Mann, ey, das sieht wieder so cool aus, wie unser Wagen da beschädigt ist. Und die ganzen Teile, die hier rumliegen. Und die Beschädigung an der Strecke, an der Wand und Reifenstapel aufgeräumt. Das ist so cool. Ah, letzte Runde. Und der Sieger ist gerade über die Linie gefahren. Hier auch alles abgeplatzt. Wir machen auch noch mit. Unglaublich cool, dieses Spiel. 21. Mano. Jo, neu starten. Dabei sahst du gut aus. Vielleicht kriege ich es jetzt umgesetzt. Wenn es genauso gut läuft. Grundlegend gut läuft. Weg da. Ich will unbedingt nach innen. Oder außen an allen vorbeifahren. Nein, jetzt nicht nach... Nach rechts, wollte ich sagen. Oh, jetzt außen vorbei. Cool. Nein! Arschkrampen, Mann. Noch einer. Boah, was alles flöten geht. Der Kotflügel und noch viel mehr. Na toll. War ich mich jetzt festgefahren? Ah, nein. Letzter. Boah. Muss ich mal kurz schauen. Au. Man sieht den vorderen linken Reifen, weil da vorne links alles ab ist. Kotflügel und drumherum. Scheiße, ey. Ist das ein cooles Spiel. Mann, der Start und die ersten Meter waren wieder gut, bis eben zu diesem Zwischenfall. Das ist halt das Problem auf so einem kleinen Oval. 24 Autos, da kannst du so einfach ins Gemenge geraten. Und dann war's das. Also ein Startplatz weiter vorne wäre schon Gold wert. Gucken, ob wir wenigstens noch einen überholen können. Wenn die da vorne sich irgendwie in die Haare kriegen, wird das schon. Zu viel gerutscht. Gerade holen wir auch oft die Nasen davon auf. Na, da außen hatte ich schon meine Erfahrung.
an dieser Kante. Ja, wird gerammt. Nicht zu weit innen, ist auch blöd. Was fliegt denn da für ein Teil, was wir gerade überfahren haben? Jetzt kann ich mich hier locker reinwerfen. Und ich fahre zwischen den Autos hindurch. Ich fasse es nicht. Oh! Die Seite ist schon im Eimer. Hör auf. Letzte Runde und wir sind Vorletzte. Der Sieger ist schon wieder eine Runde eher über die Linie. Kann es sein, dass unser Heck auch verzogen ist? Das sieht so komisch aus, dass wir nach hinten gucken. Naja, Hauptsache nicht Letzter geworden. Bringt uns aber leider auch nicht weiter. Ich muss irgendwie Gemengen aus dem Weg gehen. Aber gleichzeitig muss ich nach vorne kommen. Nein. So, gleich mal das Feld mit dem Auge behalten, ob sich da irgendwas entwickelt. Da zum Beispiel bei dem Kombi gerade. Da müssen wir vielleicht gefasst sein und ausweichen können. Längerer Weg, aber hier außen scheint es mir gerade am schnellsten voranzugehen. Oh, da wollte jemand uns am Heck treffen, ne? Bleibt mal. Gerade noch 13. Aber wir sind noch im Rennen. Im Rennen um Platz 12 oder besser. Na, na, na. Wait, du hast das vor. Wer? Oh, das sind solche Arschgeigen. Aber das ist irgendwie auch cool. Keine Frage. Würde ich ganz gerne mal innen reinstechen. Jetzt ist aber dieser lange Kombi da am Weg. Nein! Was ist denn mit euch los, ihr Kacknasen? Ey. Ich fass es nicht. Nimm die Hände weg, sonst sind sie ab. Ey, können sie uns nicht mal in Ruhe lassen? Können das Rennen selbst nicht mehr gewinnen oder in die Top 12 fahren, meinen sie, wie die Teile fliegen? Und dann müssen sie anderen noch alles ganz schlecht machen. Ey, sowas mache ich auch gern. Vorletzte Runde. Wenigstens nicht letzter werden. Vielleicht passiert hier noch ein Massencrash und wir können davon profitieren. Sieht gerade nicht danach aus, aber deswegen fahre ich mal bis zum Ende mit. Das zu erleben wäre schon cool. Und wenn wir dabei sind, kann es auch noch passieren. Wenn ich jetzt einfach direkt neu starten würde, dann wäre es ja nicht möglich. So. Der erste liegende Runde Vorsprung, also fast. Revanche für vorhin. Den hier schnappen wir uns auch noch. Ohoho. Ganz früh gefreut. 21. noch geworden. So, also Arschgeigenfahrern kann ich nicht ganz einfach aus dem Weg gehen. Wird auch eine Portion Glück dazu. Jetzt dreht der Kombi sich da rein. Können wir da vorbei schnipsen? Jawohl. Nein, hör auf. Nein, du schon wieder dich. Habe ich doch an der Lackierung wieder erkannt. Noch ist Platz 12 drin. Ich muss dann irgendwie mal nach innen kommen. Das Blöde ist, es sind ständig Autos. Wenn ich mich da zurückfallen lasse, habe ich gleich schon wieder ein paar Positionen verloren. Jetzt da außen gerade Bambude, das ist gut, dass wir hier innen sind. Nein, oh. So, jetzt, nein, jetzt habe ich selbst vereiert. Wollte mich jetzt eigentlich vor dieses ganze Pulk setzen, um einfach mal in Ruhe fahren zu können, aber da war ich selbst ungenau. So, jetzt einfach mal hier von dem lösen, du. Oh, 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 oh. Nein. Schon wieder, oh Mann. Jetzt werden wir berundet, oder? Ja. Kann ich im Ernsten noch das Leben zur Hölle machen? Nicht schon wieder drehen. Scheibe ist gebrochen, dann können wir auch nicht mehr weiterfahren. Mich hier aber komplett zurückfallen lassen, dann bitte ich einfach das ganze Feld von mir, habe es aber auch Quatsch. Auch schön den Schaden, den wir denn angerichtet haben bei ihm. Jetzt würde ich ganz gerne schon mal nach innen. Lass mich durch. Ich bin rücksichtslos. Jetzt die Innenbahn wieder zu. Irgendeiner tingelt gleich wieder nach rechts außen. Der Grüne hat da einen Teil verloren. Den können wir jetzt drehen. Drecksack. Ich. Und zwar gerne. Mit Leib und Seele.
So, jetzt würde ich mich ganz gerne irgendwo innen platzieren. Aber jetzt überhole ich gerade außen vielleicht zwei. Jetzt wäre der Arsch jetzt direkt hinter uns. Kenne ich daran der Lackierung? Nee, 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 nee. 32 Punkte verloren. Noch 17. Und noch ist was drin. Ich bleib dran. Das sieht so cool aus, die Physikspielchen. Also ein Platz noch nach vorne, dann Hammers. Wenn der jetzt nicht irgendeinen Scheiß macht, der Gelbe. Deswegen halte ich lieber Abstand, auch wenn ich damit jetzt gerade außen den längeren Weg fahre. Oh nein! Habt ihr bei dem Oval auch so viele Probleme gehabt? Scheint mir jetzt doch das bisher schwierigste Rennen zu sein. Dass wir müssen als Letzte überleben, war auch nicht ohne, aber das zieht sich gerade ganz schön. Macht auch Spaß, keine Frage. Letzte Runde, 16. Also wenn wir Glück haben, passiert hier noch was, aber sieht nicht danach aus. Eher verliere ich noch eine Position, wie sein linkes Hinterteil aussieht bei dem Typen vor uns. Wobei, wenn ich jetzt hier beende, kriege ich ja noch keine Credits. Das mache ich ja erst. Welche bekommen, wenn ich ins Menü zurückgehe? Dachte ich mir schon. Also, jetzt auch bewusst. Ich habe halt keine Lust, das Event dann nochmal komplett neu zu laden. Aber ich lieber gleich wieder weiterfahren. Oh, Glück gehabt, dass ich da so gut durchgekommen bin. Jetzt hier an ganz vielen vorbeimogeln und wir haben vielleicht mal halbwegs Ruhe. Jetzt könnte uns noch jemand noch mehr drehen. Aktuell 5. So, jetzt einfach zusehen, dass ich keinem mehr zu nahe komme, damit mich keiner wegdrehen kann. Und selbst keinen Fahrfehler bauen, indem ich irgendwo außen hängen bleibe. Damit hat er auch etwas in der Position geopfert. Der Popo-Mann. Okay, Kurven sauber nehmen, den Hintermann auf keinen Fall ranlassen. Jetzt er gerade außen zu hören. Oh, der klebt uns fast am Heck. Eher die Geschwindigkeit rausnehmen, nicht zu viel rutschen, nicht zu sehr nach außen kommen. Außen kommen. Jetzt fahre ich aber ganz bedacht. Weil ich gerade mit die große Chance habe, weiterzukommen. Mann, die qualmen da vorne rum. Der verliert jetzt etwas die Kontrolle, der Blaue. Ich komme etwas zu weit nach innen. Schattenmann ist hinter uns. Der fängt wieder groß an zu driften. Sieht natürlich schön aus. Kann aber auch schief gehen. So, gleich kommt die letzte Runde. Weh, das versaut uns nachher. Oder ich mir selbst. Ich gehe etwas mitten auf dem Stuhl mit. So in die Kurve. Ich lehne mich ein Stück nach links und... Nicht rammen. Nein, 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 nein. 12. müssen wir nur werden. Nur 12. Okay. Oh, erste Hürde geschafft. Credits und so gibt es ja erst, wenn wir ein ganzes Event abgeschlossen haben. Also diesen ganzen Pokal. Jetzt starten wir als 15. Ich würde ganz gerne schnell wieder ganz nach innen. Na, da hätte glaube ich noch was vor. Nein! Diese blöde Kante ist da nämlich. So, innen geschlüpft. Annehmen. Und wegziehen. Komm, 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 komm. Zieh, zieh, zieh. Wie ich auf dem Stuhl mitgehe. Unglaublich. Ah, da waren wir leicht Drecksack. Ah, hat einen Schubs bekommen. Fange ich wieder langsam an, die Kurven ganz bedacht zu nehmen. Die tummeln sich da vorne noch ganz schön aneinander, deswegen haben wir gute Möglichkeiten. Da taucht der da ein in den Gegner. Haben wir gute Möglichkeiten, noch nach vorne zu kommen, weil die sich behindern.
Würde da einer frei fahren, wie zum Beispiel der Klops da vor uns, der Frank Malkoff-Wagen, dann... Oh oh, der holt aus. Ziel erreicht. 500 Schaden. Wenn er so alleine fährt, dann holen wir nicht wirklich auf. Wenn nur ganz minimal. So, gleich kommt die letzte Runde. Hier liegt aber Dreck rum. So, jetzt letzte Runde. Was war denn da gerade? Ist da irgendwie ein schwarz-rotes Gitter geflogen? Es wirkte so. Soll ich es mal probieren? Was war das? Das war nicht von mir. Ja, ich probiere es. Contain! Scheiße. Nein! Kackt. Ah, hätte ich es doch bloß sein gelassen. Mann! Guter Start. Wie das ganze Blech aneinander schrammt. Klingt cool. Da ist der Frank Markov-Wagen schon wieder. Jetzt könnte er mich ganz einfach drehen, wenn er einfach zack macht. Macht er auch. Schnell weiter. Ist noch nicht verloren. Noch 12. Haben wir jetzt aber auch Schwein gehabt bei der Drehung, dass uns nicht mehr passiert ist und vor allem, dass wir gleich weiterfahren konnten. Na, den Grünen kenne ich auch schon zu gut. Jetzt sind wir schon wieder 11. Voll im Soll. Vorhin waren wir 8. hinter dem Frank Malkoff-Wagen. Wow, zweitens. Zum Glück ist er keine böse Kante zum Hängen bleiben. Da ist sie gewesen. Hi. Der Butcher. Der nicht Butcher genannt werden möchte. 12. passt gerade so. Halbzeit erreicht. Gelb hat jetzt freie Fahrt. Mal gucken, wie einfach es wird, ihm zu folgen bzw. zu überholen. Na? Kann ja gleich mal auf meine Bestzeit schauen. 17.81 aktuell. Der Frank Malkoff-Wagen kommt uns näher. Neue beste Runde und auch die letzte. Ich bin gerade auf dem wackeligen Platz, deswegen nicht zu viel warten. 17.69. Nicht mehr gesteigert, schade. ...17.6, 17.4, 17.8, die Zeiten mal von den anderen angeschaut. Wir können ganz vorne mitfahren, wenn wir denn mal vorne sein würden. Gut, das ist das Finale. Bestenfalls werden wir einfach Erster. Soll ich mal noch kürzer setzen? Ich habe mich nie im Drehzahlbegrenzer gewähnt, deswegen... Probier's einfach mal. Start. Oh nein, Vorletzter. Ist nicht euer Ernst. Ich lasse mal kurz ziehen den vor mir, damit ich nach innen tauchen kann. So. Muss ja jetzt irgendwie vorbei. Ich habe Beschleunigung, also muss ich den kürzeren Weg nehmen und die was beschleunigen. Jetzt komme ich wieder nach außen und bumms auch noch gegen die Wand. Jetzt muss ich hier weg. Okay, den ersten Platz kann ich vergessen. Ey, wer macht denn das so schief? Mach das wieder gerade hinterherfahren, los. Na, die kurze Besetzung, ganz kurz, ist hier schon nicht verkehrt. Muss meine Bestzeit sein, wo willst du hin? Vierter Gang jetzt mit knapp 90 Sachen. Eine 17.6er. Hätten wir Windschatten, würden wir jetzt schon massiv profitieren. Ist aber nicht so.
Oh. Oh. Wir haben schon so einen leistungsstarken Wagen. Wir können ganz vorne fahren, wenn ich mich ganz doll anstrenge. Aber da muss ich halt erstmal irgendwie hinkommen. Alle Klasse C, wir liegen aber bei 150 und damit auf jeden Fall auf der 1. Nee, Platz 11 ist mir zu wenig. Da werde ich gleich einen neuen Versuch starten, aber die Übersetzung passt. Der gewinnt irgendwie immer, oder? Der hat das letzte Rennen schon gewonnen. Der startet auch bestimmt von ganz vorne. Ja, ist gerade Erster. Der bekommt alles in den Schoß gelegt, muss sich nichts hart erkämpfen. Nein! Ah. Ich dödel. Aber ich sehe gerade, wir sind ja schon ganz gut dabei. Voll im Rausch. Deswegen machen wir erstmal eine kleine Pause. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.